Ich habe es am Privatspielstand durch die Kriegsmission gemacht. Ich möchte es hier auch machen. Hier wird über das Schicksal der Weltwirtschaft entschieden. Abgestimmt, diese genau, Prozesse das ist ja auch kannst wieder du beeinflussen. Es hängt davon ab, wen die du Konferenz unterstützt. Die Konferenz war endet um 0 Uhr. Ich werde hier und da ein paar Empfehlungen geben. Ist halt schwierig. Ich erhalte fast überall dieselben Rohstoffe. Lei Sheng steht an der Schwelle zum Weltraum. Energiewartung ist 15 nach minus 3. Das Fundament einer besseren Zukunft. Unterstützen Sie uns und Ihre Zukunft steht auf festem Boden. Aktuelle Effekte. Okay. Ich habe bei der letzten Abstimmung nämlich nicht teilgenommen. Lei Sheng Electricity wird die Sterne noch heller. Weil ich da einfach noch nicht lassen. Online war. Die haben für mich alle keinen sonderlich großen Sympathiewert und sagen gern, Lei Sheng fällt raus wegen der Credit-Wartung vielleicht auch wenn nicht. Wenn nach den Sternen greift, werden wir da sein. Lei Sheng Finanzrechner. Lei Shengs Lager. Je größer der Traum, desto solider muss die Basis sein. Cassian Industries. Erbauen wir die Gegenwart für eine vielversprechende. Ich bin Zukunft. Für den Usoyev Incorporated, ganz ehrlich, das sieht gut. Ja, es ist egal eigentlich. Das werde ich nicht vergessen, mein Freund. Wenn Sie mich brauchen, werde ich. Für Demokratie Sie vorwärts, genau. So. Abstimmung endet um 0 Uhr. Das ist 90 Minuten. Selbst machen, aber der ganze Krieg. Ja, ich könnte bin wirklich dabei. Deine Hilfe gebrauchen. Aber ich kann fahren. Da nur Standard machen, weil ich mit Tierstufe erst 3 habe. Macht aber nichts, weil ja, es muss jetzt erstmal laden. Und ihr seht schon, ich habe bei beiden mangelnde Ressourcen. Hier sind es Neuroimplantate und hier sind es Monumentbau. Achso, der Arktis-Raumhafen und die Getränke halt. Sobald der Raumhafen aber fertig ist, Hier, siehst du den Schlamassel? Kann ich Transmitter handeln. Erzeugen überall Interferenzen. Und sie werden auch noch von Schlachtschiffen bewacht. Ich würde mir gern von Dr. Eigenbrödler erklären lassen, wie wir damit fertig werden sollen. Ein Glück, dass du uns nicht hängen lässt. Vor langer Zeit haben die Leute geglaubt, dass der Mond für das Wetter verantwortlich ist. Wir werden beweisen, dass das stimmt. Du bist ein Trottel. Die menschliche Dummheit ist hier gerade dafür verantwortlich. Die Gefahr groß ist. Aber diese Leute müssen aufgehalten werden. Dieser militärische eine Unterstützungsflotte. Okay, das ist easy. Die Sensoren zeigen viele Gegner an. Und die zerstören sie Hedgehogs, das ist auch easy. Lass mal sehen, ob du es bis hierher schaffst. Achso, das sind die Ziele, okay. Veteran, Titan, Turtle und Spark. Ich häng das hier mal an. Ziel bestätigt. So, was mache ich jetzt mit dem Schiff? Feind entdeckt. Alle bereit machen. Zu Jörgensens Handelsposten schleppen, Junge. Ich träume. Wisst ihr eigentlich, wie weit das ist? Ziel bestätigt. Natürlich wisst ihr, wie weit das ist. Ihr habt das Spiel programmiert. Alle zum Einsatz. Gut, das kriegen wir Feind auch hin. Feind entdeckt. Alle bereit machen. Volle Kraft Hallo? Voraus. Bewegung, Bewegung, Bewegung. Und Roger. Kehrtwende. Und alle. Und vorwärts. Und Stopp. Wo kann ich die stoppen lassen? Nirgends. Schön. Scheiße. Weil sie sehen die Schiffe mich und greifen mich an, anstatt dass sie weiter zu den Minen fahren. Das kostet mich gerade so ein bisschen an. Energieschilde hochfahren. Ich habe ein bisschen Übung mit den Kriegsmissionen mittlerweile. Ich habe da so ein leichtes, ja, besseres Gefühl mittlerweile dafür. So, hier die Bomben zerstören.
spart man sich nämlich ein bisschen was. Wie sieht es hier aus? Das ist ja gar nicht so holbar zu sein. Iridiumlager zu stellen. Das Lager gibt gut Iridium, nehme ich mal stark an. Sonst wäre es kein Iridiumlager. Captain Obvious Strikes Again. Ja, gibt gut Iridium. Sieht gut aus. Zwei Stück, naja. Hier ist ein Geschützturm und ich denke mal, das heißt wieder Schilde hoch, oder? Vor allem mit den Schiffen dahinter Schilde hoch, ja. So, damit hatten wir das erledigt. Da ist Jorgensens Handelsposten. Wir haben eine Unterstützungsflotte. Was muss ich bei dem abliefern? Eine Unterstützungsflotte, na, das nenne ich doch mal Jackpot. Einsatz. 2 und 3 sofort darüber los. Ich sollte vielleicht Reparatureinheiten schicken. Und vielleicht auch mit dem Hauptschiff angreifen und Schilde ausfällen. Ich überlege gerade ernsthaft die Unterstützungsflotte einzusetzen. Ich brauche Treibstoff, ganz dringend Treibstoff. Weil ich mit 4 nur das Schild hochfahren kann und keine Reparatur machen kann. Aber das muss reichen. Das muss jetzt gerade reichen. Das sieht noch nicht gut aus. Oh, da oben sind nochmal Geschütztürme, super. Aber hier kullert noch Treibstoff rum. Oh, da sind Nuklearraketen noch dabei. Das hier ist Grafen, aber hier sind noch Raketen dabei. Oh, schön, da kommt natürlich noch was dazu, weil es ja so viel Spaß macht. Komm schon ab, Mann. Du bist wirklich knallhart. So, welche Quest fehlt jetzt noch? Die 7 Hedgehogs. Davon haben wir schon 3, okay. Hedgehogs sind Unterseeboote, die wir ja auf relativ günstige Weise zerstören können, weil sie einfach vor uns auftauchen. Das Ding ist nur, unsere Schiffe sind dermaßen angeschlagen, dass ich gerade ein bisschen, ehrlich gesagt, keine Lust habe, da irgendwie reinzufliegen. Ich werde jetzt erstmal hier die Minen abklopfen, dann werde ich mir den Treibstoff hier holen, die Reparatur dran rauslassen, den EMP einsammeln und dann hier oben. Hier oben sind aber auch Hedgehogs versteckt, weil das blöderweise genau dieselbe Mission ist wie im Privatspielstand. Wie gesagt, ich bin einen winzigen Zacken voraus. So, jetzt erstmal hier die Reparaturdrohne rein und hier hoch. Ja, ich wollte jetzt endlich so oder so angreifen, ich wollte zu fallen sowieso. Da kommen die Hedgehogs raus, das ist irgendwie toll. Ich könnte einen EMP-Impuls raushauen, aber der wird meine Schiffe auch treffen, was relativ ungünstig wäre, wenn ich hier so eng miteinander kuscheln. Ich würde lieber mit meiner Freundin kuscheln, aber das lassen wir jetzt erstmal außen vor. Gut. Ja, das Ding hier noch zu stören, das gibt ein bisschen Rohstoffe wieder. Grafen kann man immer brauchen. Ihr wisst schon für Upgrades, die ich angeblich nicht machen kann. War zum Glück ein Bug, den ich ja dann auch im Privatspielstand als Bug entlarvt habe, weil da hat es funktioniert. Ja, die Schiffe dahinter natürlich nicht getroffen, dafür haben wir das. Ja, und tschüss. Das da hinten machen wir solide mit einem EMP, aber vorher müssen wir jetzt noch den Tower hier erledigen. Okay. Warum ich direkt runterfahre, das sage ich euch. Ich möchte gerne noch ein paar Upgrades haben. Und die kriege ich halt da oben schwer. Vor allem hätte ich gerne noch ein bisschen Treibstoff. Diese Bucht hier ist eigentlich relativ cool und sicher eigentlich nicht. Aber egal. So, den Damm hätten wir. Gut, dann EMP hier oben rein. Und zack. Bin gespannt, ob das jetzt die Unterseeschiffe auch erledigt hat. Schrecken der Meere, zerstören sie 100 feindliche Schiffe. Schön. Grünes Licht.
Hey, Schrecken aller Meere. Steuermann aus der Ruder. Grünes Licht. Hier noch ein Haufen Minen, die zerfetzt werden können. Ich mache mir gerade gewisse Sorgen um die Reparaturkosten. Hier sind noch 4 Benzin, Treibstofftanks etc. bla. Ich glaube aber, wir werden hier nicht weiter hochgehen, sondern wir werden hier runterfahren. Erstens, weil es sind noch Hedgehogs. Zweitens habe ich genug Raketen, um da ordentlich Rums zu machen. Und drittens gammelt hier auch noch ein bisschen was rum. Ich hätte nur ganz ehrlich wirklich ein bisschen mehr Treibstoff gerne. Im Gange. Bevor uns gleich Hedgehogs bauen würden. Das bombardiere ich mal lieber so. Okay, schade, das war ein netter Versuch. Aber der Tower richtet sich natürlich direkt auf uns. Ist ja nicht so, dass wir gerade aus dem Nichts gekommen wären. Wir sind ja nur schon seit drei Jahrhunderten gefühlt hier. Okay, ich habe genug für ein Schild, aber nicht für eine Reparatur. Dann die Minen hier zu schießen, vielleicht habe ich Glück. Nein, die lassen nichts droppen. Und wenn ich hier runterfahre, dann kriege ich höchstwahrscheinlich von diesem Schiff aufs Maul, außer ich spreng sie vor. So. Das ist genug Treibstoff für eine Reparatur, die ich jetzt auch ganz dringend brauche. Und jetzt muss ich hier oben rein. Wird schwer genug, wir haben einmal die Welle und ein paar Sonderaktionen. Oh, da oben kommen die nächsten. Gute Nacht. Wow. Natürlich zerreißt mich mit. Der hält den EMP aus, scheiße. Ich rechne mit vielem, aber damit nicht. Stopp. Hier sind ein bisschen viele Türme, scheiße. Egal, müssen wir durch. Ich kann hier sprengen. Können wir hier EMP drauf? Weiß ich aber nicht, ob es funkt, deswegen lasse ich das lieber mal. Aber hier haben wir noch ein EMP drum liegen. Das wir aber auch gleich brauchen werden, denn hier ist extrem stark gemacht. Sieht aber an sich sehr gut aus, bin ich sehr zufrieden mit. Das nächste Mal lassen wir die Militärmission weg. Oder so. Mal schauen. Dann kann hier die EMP ab. Dann jagen wir die Minen hier hoch. Das ist die Minen hier. Das Fiese ist halt, dass hier auch Werften stehen. Das heißt, die können hier Schiffe nachbauen. Doch die Temperatur. Grünes Licht. Und wir müssen diese 3 Störsender hier zerstören. Hust. Das ist theoretisch mit EMPs auch funktionieren, oder? Naja, minimal. Gut, die halten auch irre viel aus, muss man fairerweise dazu sagen. Wir mehr als ein Gebäude haben, was? Ich rufe jetzt mal lieber eine Unterstützungsflotte. Oder vielleicht auch 2. Anwendung von Militärtechnologie. Tja, dann ist es ja gut, dass wir mehr als ein Gebäude haben. Ja, es ist schön, dass ihr mehr als ein Gebäude habt. Es bringt euch nur auf Dauer nichts, wie ich nur gesagt habe. So, ihr kriegt einen EMP-Impuls ab. Gute Nacht. Und ihr nehmt einen Treibstoff, so. Bereit für Einsatz. Dann zerstören wir noch die Werft. Du bist jemand, auf den man sich verlassen kann. So viel steht fest. Ohne dich hätten die... Du bist wirklich knallhart. Erfolgsliste aktualisiert. Ich... Ladies and Gentlemen, ich verneige mich vor Ihnen. Ich danke Ihnen fürs Zusehen und das war's mit der Militärmission. Wenigstens wissen wir jetzt, dass du unbewegliche Ziele treffen kannst. Oh. Sie sind wieder da? Wie sieht es aus? Ich muss zugeben, ich habe Sie falsch eingeschätzt. Verzeihung. Aber seien Sie versichert, wir werden Ihre Unternehmungen unterstützen. Und ich bin sicher, wir haben Sie nicht zum letzten Mal gesehen. Aber die Global Union wird nicht auf Drakes Forderung eingehen. Das Mondlizenzierungsprogramm muss weitergehen. Okay. Muss das Mondlizenzierungsprogramm weitergehen? Das finde ich ja toll. Genau, wir waren ja hier. Ich habe ein Angebot für Sie, falls Sie interessiert sind. Darüber lasse ich garantiert mal reden bei Gelegenheit eventuell.